Der Bass, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wie wir heute Berlin unsicher machen. Wir sind heute unterwegs mit dem kleinsten Bus hier im Spiel, und zwar dem VDL Citea LLE in der 99-Variante, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, Betriebsnummer haben wir, die 3050, steht auch auf dem Kennzeichen drauf. Heute mal nicht im klassischen EGV-Gelb, sondern wir sind heute mal im Flashbass FM Radioskin unterwegs. Wir starten heute hier am Berliner Hauptbahnhof. Der müsste sich... Wo befindet er sich denn? Ach so, ja, hier. Einmal richtig umdrehen, dann sehen wir ihn. Also hier sehen wir den Berliner Hauptbahnhof. Ein wunderschönes Prachtgebäude. Wir sollten aber hier jetzt mal Gas geben und unseren Bus kurz ready machen. Wir haben Samstag, fahren die verkürzte Linie. Heißt, wir fahren vom Berliner Hauptbahnhof zum Leopoldplatz, glaube ich, wenn das die richtige Richtung war. So, Bordelektronik ist gestartet, Bus ist auch an, dann machen wir hier mal unser Atron ready. PIN für heute ist 3x die 8 und die 1, bestätigen wir. Wir sind unterwegs auf Kurs 100, auf Linie 142 und unterwegs mit dem Kurs 04. S- und U-Bahnhof, Hauptbahnhof. Central Station. So, Fahrgastraumlicht machen wir gedimmt, das sollte passen. Aktivieren wir noch die Klimaanlage, stellen wir auf geschmeidige 22 Grad. So, ein Minütchen haben wir noch, bevor wir losfahren. Legen wir schon mal einen Gang ein nach vorne, Handbremse können wir schon mal ziehen. Und dann glaube ich, sind wir gleich ready. Mit der nächsten Ampelphase können wir los, jetzt ist 25. Hier auf dem Stream Deck nochmal schnell umschalten auf die Türsteuerung von der Bus. Und dann haben wir den Bus hier ready gemacht. Unseren kleinen Schicken. Der ist echt süß. Der hat irgendwie so ein bisschen so ein Asia-Flair, finde ich. Könnte auch gut nach Tokio passen oder so. Fahren die in Berlin rum? Wisst ihr das? Oder weiß das einer? Gibt es diesen 99er-Bus auch in Berlin? Wird bestimmt auf so Linien eingesetzt, wo es richtig eng ist. Also kann ich mir jetzt vorstellen, ne? Wissen tue ich es nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen. So, Ampel, komm, gib Gas, lass uns hier einfädeln. Heißt, wir fahren jetzt, glaube ich, als nächstes noch zum Invalidenpark. Danach kommt dann schon der Robert-Koch-Platz. Und ab dem Robert-Koch-Platz meine ich, beziehungsweise der Robert-Koch-Platz ist dann hier auch schon der neue Streckenabschnitt. Jetzt hat uns der LKW hier eiskalt abgezogen gerade eben. Sachen gibt's, die kannst du keinem erzählen. Invalidenpark ist auf jeden Fall richtig, das passt. Ja, schön gucken, dass wir die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten. Ich möchte ja keinen Ärger mit der Polizei bekommen, die sich hier auch auf dem Kanal rumtreibt, leider. Ja, einmal rüber über die Brücke. Dann sind wir da vorne schon rechts. Immerhin haben wir mal. Sind wir schon da vorne rechts. Immerhin haben wir mal grün. Invalidenpark. So, here we are. Boah, mit ganz viel Glück kommen wir da gleich noch mit über die Ampelphase. Müssen wir hier natürlich fix anhalten, Tür 1 und 2 aufmachen, wobei alte Wunsch haben wir keinen. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Grüß dich. Alles wieder Schwarzfahrer hier an Bord. Katastrophe, keiner will ein Ticket kaufen. Keiner möchte ein Ticket kaufen, Sachen gibt's. So, Ampel, jetzt darfst du aber, ne? Jetzt wäre schön, wenn du umspringst. Wie gesagt, Verkehr steht hier nach wie vor auf 100%. Heißt, hier in Berlin sollte richtig was los sein und der Verkehr sollte auch nicht schlechter werden. Oh, jetzt fahr doch. Lass mich doch hier auch noch rüber. Robert-Koch-Platz. So, mit unserem kleinen Bus braucht man ja hier gar nicht so ausholen. Das war knapp, aber das hat gepasst. Kreuzung ist frei, links und rechts kommt keiner. Ja,
Blinker links, wie sieht's hier aus? Frei und frei. Oh, so ein Head-Tracking-System, das vermisse ich dann immer an so Kreuzungen. Da wäre das schon geil. Auch fürs ETS-Spielen oder LS22 hier oder der Bass. Das wäre schon geil, so ein Head-Tracking-System. Oder Eye-Tracking, je nachdem, aber ich glaube, Head-Tracking funktioniert ein bisschen besser. Guten Morgen, liebe Schwarzfahrer. Morgen. Alter, jetzt ist ja hier der kleine Bus schon richtig voll, oder was? Ja, so viele Plätze haben wir nicht mehr, ne? Das nächste Mal bitte reservieren, Freunde. So, Blinker links, der Bus fährt ja schließlich weiter. Da vorne geht's für uns rechts, Richtung Philippstraße. So, Straße ist frei. Philippstraße. Sehr schön, Ampel, du bleibst grün. Bist sowieso nur eine sinnlose Fußgängerampel. Fußgängerampel braucht keine Sau, die sind total überbewertet. Man kann auch einfach selber über die Straße laufen. Naja, außer ein kleines Kind jetzt oder Oma mit Rollator, stimmt. Da ist so eine Verkehrsampel vielleicht auch mal ganz gut. Wobei, dann kann man auch einfach Zebrastreifen machen. Tut's auch, ne? Morgen. Ich benötige ein Ticket. Wow. Der erste, eine 24-Stunden-Karte auch gleich. Cash bezahlt, 10 Cent gibt's, Retoure, bitteschön, der Herr. So, Blinker links, hinter dem DHL-Mann ordnen wir uns direkt ein. Zack. Oh, ist ja gar kein DHL, ist hier TML. Aber passt auch von der Abkürzung, klingt ja fast wie DHL. Ob nun TML oder DHL, das ist das Gleiche. Oh, jetzt bin ich hier viel zu früh losgefahren. Naja, macht nichts. Dann bleiben wir jetzt gleich an der Hannoverschen Straße stehen und gucken mal ein bisschen uns die Hannoversche Straße an, was hier so geht. Nee, ich glaube, ich muss auf der rechten Spur bleiben. Ich bin vernünftig. Da vorne ist ja schon gleich die Haltestelle. Blockieren wir jetzt echt die Straße da hinten? Ja, komm, da kannst du vorbeifahren. Da kannst du vorbeifahren, stell dich nicht so an mit deinem komischen weißen Transporterchen. Was soll das sein? Fiat Ducato oder sowas ist das, ne? Ja, sieht aus wie ein Fiat Ducato oder Citroën Jumpy oder wie auch immer die heißen. Und dann gibt es hier vermutlich irgendwie auch noch Citroën, Fiat. Welche Marken gibt es hier noch? Peugeot, glaube ich, ne? Oder? Gibt es den gleichen Transporter nochmal mit Peugeot-Logo drauf? Bestimmt gibt es den auch mit Peugeot-Logo. An dieser Stelle die Erinnerung, ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Ja, quasi die Fahrscheinkontrolle hier im Bus. Wenn ihr schon alles schwarz mitfahrt, dann könnt ihr wenigstens euren Daumen da lassen. Aber keine Sorge, den müsst ihr euch nicht abschneiden. Würde mich riesig freuen, wenn ihr den Daumen unter dem Video drücken würdet. Würde mir und dem Kanal auf jeden Fall ziemlich helfen. Und wer Bock hat, kann natürlich auch sehr, sehr gerne ein Abo da lassen. Immer dienstags und freitags kommt der Bass, wenn ich es richtig im Schädel gerade habe. Klappt mal besser, mal schlechter, aber ich gebe mir Mühe. Aktuell bin ich ein bisschen von technischen Problemen geplagt. Deswegen läuft der Let's Play-Kalender unter anderem nicht so. Vorher war ich krank, also irgendwie weiß ich nicht, ne? Hier ist der Satz, hast du Scheiße am Fuß. Wenn es scheiße läuft, läuft scheiße. So, Hannoversche Straße. Erstmal Baustelle hier. Schön altes Hollandrad. Da drüben wieder irgend so ein Greenpeace-Zeug. Finde ich aber echt cool, muss ich sagen. Die Graffitis werden immer mehr hier in dem Spiel. Und genau das macht es auch authentisch. Keule, wa? Da drüber ist Bäcker Wiedemann. Da drüben ist noch Werkhaus. Juka, Bar-Restaurant. Übrigens noch irgendein Schuppen, Viva, Confiserie Café. Was haben wir hier? Misu Ramen, Couscous, da drüben ist Falpa. Ja, mit der Straße machen sie gut aus hier, ne? Mit den Schienen und so. Nach links geht's Tiergarten, rechts nach Friedrichshain, darüber geht's nach Wedding. Hier ist bolia.com und Live Nation. Live Nation sagt mir auch was. War das nicht ein Ticketveranstalter? Oder ein Ticketing? Ne, generell Konzertveranstalter oder irgendwie Ticketing-Software? Irgendwie sowas, glaube ich, war das.
Ja, da drüben haben wir noch so einen Hermes-Paketshop. Hermes ist original, DHL nicht. So, ab rein, machen wir die Tür zu. Ich glaube, wir können nämlich los, jawohl. Haben wir die Zeit hier wieder gut überbrückt. Und guck mal da vorne, Freunde, richtig geile Szenerie wieder. Da haben wir so ein Random-Event. Alle Feuerwehrfreunde von unserer Emergency-Reihe hier. Kiek mal darüber. Wir haben hier Polizei und wir haben hier die Feuerwehr. Wir haben kaputten Hydranten. Geile Geschichte. Gucken wir mal direkt hier ab in Fotomodus. Mal schauen, ob wir da ein geiles Thumbnail irgendwie zusammen gebastelt bekommen mit der Feuerwehr im Hintergrund. Ja, mega, ne? Dann sieht man vielleicht das Polizeiauto nicht so, weil ich schon will, dass man den Bus gut sieht. Aber die Feuerwehr ist auf jeden Fall mit drauf. Ja, so. Da geht doch einem wieder das Herz hier auf, ne? Aber wir tunen das hier noch ein bisschen im Farbmanagement. Ah, oh, ja, schön Kontrast hochdrehen. Sättigung, ja, ja. Kamera können wir so lassen, Foto aufnehmen. Bild wurde aufgenommen. Und wieder raus. Geile Geschichte hier. Das ist ein kaputter Hydrant, also. Na gut, ob das ein Job für die Feuerwehr ist, ich weiß ja nicht. Aber zumindest sind hier random Events an der Straße. Finde ich eine geile Geschichte. Habe ich schon mal irgendwo erlebt, wo ein Auto auch gebrannt hat. Stand dann ein Polizeiauto und ebenfalls ein HLF da. Irgendwie so ein bisschen an Mercedes Iconic angelehnt, glaube ich. Da so ein bisschen nach hannoversche Löschfahrzeuge aus. Übrigens lustig, dass wir gerade in der hannoverschen Straße waren und da ein HLF aus Hannover dasteht. Ne? Komische Sache. Will uns das Spiel irgendwas sagen? Gibt's auf der Linie 142, kommen wir eigentlich noch an Ampeln, wo wir hier im Atron unseren schönen Ampel-Button benutzen können. Wer es nicht weiß, hier dieser LSA-Button, wenn wir hier so Busampeln haben. Wenn wir eine haben, zeige ich es euch, aber das ist quasi neben der herkömmlichen Ampel. Neben der herkömmlichen Ampel hängt da nochmal so eine ganz kleine normale Ampel. Die zeigt, glaube ich, so einen Punkt an. Meistens zumindest. Und wenn ihr dann da unten auf dieses Atron drückt, auf die Ampel, dann springt die Ampel um auf grün. Das heißt, ihr habt dann gleich freie Fahrt. Funktioniert nicht an jeder Ampel in Berlin, aber an vielen Ampeln. Kann man wenigstens ein bisschen Zeit sparen. So, weiter Richtung Tucholskystraße waren wir gerade. Rosenthaler Platz geht's als nächstes. Ja, hier wieder diese tollen beparkten Straßen. Die nehmen natürlich hier uns ordentlich den Platz weg für den Bus. Da ist das hier mal ein bisschen eng, wenn man die rechte Spur halten möchte. 2 Minuten haben wir noch bis zum Rosenthaler Platz. Und 420 Meter sind es noch. Oh, komm, wir gehen mal kurz Gas. Das war dunkelorange. Für Berliner Verhältnisse war das noch okay. Freunde, was ist denn das für eine geile Folge? Guck mal, wir haben hier einfach einen RTW-Einsatz. Moment. Darauf komme ich jetzt gar nicht klar gerade. Wie geil ist denn das? Jetzt haben wir hier so ein Doppel-Random-Event. Klar, ich meine, das ist jetzt nicht der schönste Krankenwagen. Aber er hat zumindest angelehnt den Berliner Skin drauf. Wenn wir uns ja mit was auskennen, dann damit. Ja, weiß ich nicht, ne? Wäre jetzt schon Clickbait, wenn ich hier den kompletten RTW aufs Thumbnail mit drauf packen würde. Ey, komm, das machen wir nicht. Ich roll hier mal noch ein bisschen weiter vor. Das Problem ist, man muss in der Außenkamera bleiben, damit auch hier dann die Außencam aktiviert ist. War jetzt wahrscheinlich schon ein Ticken zu weit, ne? Ja, hier ist schön mit so einem ranzigen Container. Ah, ich glaube, das HLF war besser, aber wir nehmen es mal mit hier, das Foto. Wir nehmen es mal mit. Ja, so ist doch gut. Foto aufnehmen. Diese High-Resolution-Screenshots, die brauchen immer eine Weile. Ja, dafür sehen sie auch echt gut aus. Das muss man auch sagen, ne? Muss man auch mal sagen können.
Ich lasse ihn mal knacken. Vielleicht mal Glück, da vorne ist schon das nächste Blaulicht. Was ist denn hier los, Freunde? Was ist denn das für ein geiles Setting heute? Ist ja geil. Guck mal, die haben hier einen LKW rausgezogen. Ist das geil, Alter. Auf jeden Fall, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Auch die Emergency Community, wenn ihr das seht, ne? Auf jeden Fall Däumchen hoch. Achso, hier Lenkrad ist wieder eingeschlagen, deswegen geht die Tür nicht auf. Vergesse ich immer. Manchmal bin ich praktisch noch nicht so ganz sichtbar. Nur wieder den klassischen Schwarzfahrer hier mit am Start. Wir sind schon eine Minute zu spät hier am Rosenthaler Platz. Vor lauter Einsatzfahrten. Haben wir aber im Stream auch ausgiebig gesehen. Blinker links, wir ordnen uns mal ein. Ah, fahren wir mal einen Ticken schneller. Tempomat hier bei 34 reingeknallt. Tempomat übrigens einfach T auf der Tastatur, wer sich fragt, wie es geht. So lässt sich hier die 30er-Zone ein bisschen angenehmer durchtuckern. Wir scheinen heute aber auf jeden Fall mal Glück zu haben, was hier die grünen Ampeln betrifft, beziehungsweise die grüne Welle betrifft. Läuft gut. Läuft, um ehrlich zu sein, fast schon zu gut. Weiter geht es nach Friedrichshain. Rechts haben wir wieder die wildesten Läden. Apotheken ohne Ende, irgendwelche Fastfood-Buden. U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz. Rosa-Luxemburg. Was haben wir denn hier drüben? Da drüben haben wir einen TML-Studio-Aufsteller. Da ist Rosecycle. Da drüben ist Rossmann. Geht alle bei DM einkaufen, geht nicht zu Rossmann. Da drüben haben wir Gelato-Laden. Bread and Coffee. So, manchmal komme ich mit der Kamerasteuerung noch ein bisschen durcheinander vor lauter TSW. Wobei die Kameras hier eh nicht funktionieren in den Spielen. Liegt vielleicht an Android, wer weiß. So, möchten Sie mitfahren da vorne mit dieser komischen Berliner Hipstermütze? Ja, aber Fahrschein kaufen will hier wieder keiner. Es ist zum Mäusemelken. Also wir hätten jetzt hier noch ein paar Sekunden Standzeit, geschissen drauf. Wir fahren gleich weiter Richtung Mollstraße, Prenzlauer Allee. Vielleicht haben wir da dann ein Minütchen Zeit, um uns mal die Szenerie anzugucken. Wir fahren hier schon 37 in der 30er-Zone, werden immer noch überholt. Ja, das war wieder klar, dass die Ampel umspringt. Mollstraße, Prenzlauer Allee. Gut, was haben wir hier? Kresse auf die Fresse da vorne, kennen wir ja. Da vorne ist die Commerzbank, da vorne steht Sub, eine Anlehnung an UPS. Ich sehe gerade, auf dem Discord wird kräftig Fast Food Simulator gespielt. Übrigens auch ein Game, was wir mit auf dem Kanal nehmen. Absolut geil, wir sind bis heute Morgen um 7 Uhr ja, auf dem Discord gehockt und haben Fast Food Simulator gespielt. Wir haben unsere eigene McDirect-Filiale aufgemacht. Mega geiles Spiel, bockt übertrieben krass. Werden wir auf jeden Fall mit auf dem Kanal nehmen, das hat richtig Laune gemacht. Musste quasi Burger machen, Pommes, Ice Cream, Milchshake, ist alles noch Early Access, aber es gibt schon so ein Drive-In-Fenster, also wirklich, wirklich geil gemacht, das Spiel. Super tolle Grafik, funktioniert dafür, dass es eine Demo ist, kann man noch bis am Montag spielen. Ihr seht dieses Video am 18.10. bis zum Montag, den 21. um 19 Uhr, zur mitteleuropäischen Sommerzeit, glaube ich, könnt ihr das Spiel auf Steam runterladen. Fast Food Simulator heißt das Ganze. Gibt es einmal im Prolog und einmal im Klassisch, kann man auch schon im Multiplayer spielen, bis zu viert. Funktioniert mega gut und hat auch übel Spaß gemacht. So, da haben wir den nächsten motorischen Schwarzfahrer oder Drogendealer, je nachdem. Wirklich seriös sehen die meisten Menschen hier in diesem Spiel nicht aus, aber das liegt vielleicht auch in Berlin, ne? Das ist so der Berliner Touch. Und vor allen Dingen sind alles kräftige Schwarzfahrer, keiner will hier ein Ticket kaufen. Katastrophe. So, hier endet die Busspur, aber wir nutzen die natürlich noch bis zum Ende. Bislang haben wir Pech, wir hatten hier noch keine Ampel, wo wir das Atron einsetzen können. So, Raketenstart und gleich hier Blinker links, gleich absäbeln. So macht man das in Berlin.
als Busfahrer muss man sich ja manchmal auch einfach den Platz erkämpfen. Vor allen Dingen, wenn man hier links abbiegen muss. Man muss ja auch irgendwie rüberkommen. Mollstraße, Otto-Braun-Straße. Es ist übrigens neblig, ne? Wer es noch nicht gesehen hat, das ist neblig. So, statt DPD fährt hier also auch DMD rum. Auch cool, damit sind ja wirklich fast alle bekannten Paketlieferanten abgedeckt, die wir so haben. Ja, heftige Frame-Einbrüche hier in dieser Kreuzung gerade. Harlequin Cola oder irgendwie sowas, weil es fetzt. Flashbass FM Radio-Werbung für die Radioshow. Kann man auf dem Stream leider nicht machen, weil es lizenzierte Musik ist. Mollstraße, Otto-Braun-Straße. Das ist richtig. Ich glaube, wir sind richtig. Es muss uns nur noch die Ampel hier drüber lassen. Aber wenn rechts rot wird, dann haben wir ja jawohl, wird grün. Wir haben grün. Kreuzung ist mal wieder schön blockiert. So, ich box den jetzt hier einfach weg. Und dann fahren wir hier außen rum. Das hatte ich in der vorherigen Aufnahme auch schon. Ich habe übrigens eine komplette Aufnahme hier schon zu Ende gefahren. Und direkt am Ostbahnhof ist mir das Spiel abgestürzt. Und da ich in MP4-Dateien aufnehme, konnte ich leider mit der Datei auch nichts mehr anfangen. Da war das gleiche Problem auf der Kreuzung. Der Stau war endlos lang, deswegen war ich jetzt gerade einfach mal so kackendreist. Hab den DPD-Fahrer beiseite geschoben und ja, hab mir hier den Platz einfach genommen, den ich gebraucht habe. Moin. Morgen, grüß dich, hallo. Es will einfach niemand eine Fahrkarte kaufen. Keiner in diesem gottverdammten Berlin will eine Fahrkarte kaufen. Das kannst du keinem erzählen. So, da vorne endet die Busspur auf Grunthainer Baustelle, wer hätte es gedacht. Baustellenverseuchte Stadt, aber ich glaube, da können die meisten von uns ein Lied singen. Ich glaube, wir alle, die in der Stadt wohnen, kennen das Leid der Baustellen. So, und dann geht es hier vorne nach rechts Richtung am Friedrichshain. Am Friedrichshain. Wenn ihr euch übrigens fragt, welche Mods ich benutze hier im Spiel, unten in der Videobeschreibung einfach auf meinen Discord kommen, da gibt es die passenden Channels, da sind alle Modifikationen einzeln aufgelistet. Direkt mit den passenden Links in den Steam Workshop, müsst ihr nur noch draufklicken, abonnieren drücken und dann in the Bus aktivieren. Und dann läuft der ganze Schinken, Spiel danach einmal neu starten und dann sind die Mods aktiv. Unter anderem nämlich hier die Berliner Ansagen, die ich hier drin habe, ist eine wunderbare Mod. So hat man hier noch ein bisschen mehr den originalen Berliner Flair. So, jetzt haben wir hier mal Glück und Doppelgrün. Also rum hier und dann sind wir auch pünktlich am Friedrichshain gleich. Das ist schön, man kann auch mal Glück haben. Ach, die Buchhandlung, guck mal an. Das Eckchen hier kommt mir und den meisten, die den Stream geguckt haben, bekannt vor. So, irgendjemand hier, der einen Fahrschein kaufen möchte? Ja. Jawohl, richtig übermotiviert. Ja. Wie viel würde das denn kosten? 3,50 macht das. 50 Cent Retoure der Herr. Türe machen wir zu. Einmal bitte hinsetzen. So, Blinker links und dann ordnen wir uns auch direkt mal ein. Und weiter geht's Richtung Weinstraße. So, wir haben Vorfahrt, mal gucken. Wir haben eiskalt schon wieder die Vorfahrt geklaut. Ich kotze ab, ne? Im letzten Video war das genauso. Vorfahrt wird hier in Berlin auch komplett geschissen drauf. So, einsteigen und aussteigen will eh keiner. Machen wir die Tür trotzdem auf und alle wieder zu. Ja, wenn wir uns hier links einfädeln, das machen wir einfach ganz dreist hier. Du wartest mit deinem Lieferwagen. Ich sag's dir, sonst zieh ich dich an den Ohren aus deiner Karre raus. Platz der Vereinten Nationen. Ab zum Platz der UN. United Nations. Ab nach Marzahn, ab zur Cindy. Cindy aus Marzahn, lebt die noch? Macht die eigentlich noch Content? Komm, wir nehmen hier ganz dreist mal jetzt die linke Spur, so voll wie hier die rechte ist.
macht das keinen Sinn, weil dann stehen wir hier auf jeden Fall mindestens noch eine Ampelphase. So, was haben wir hier drüben? Schön Plattenbau. Schön Berliner Plattenbau. Ach, guck mal, das ist hier wieder so eine doppelte Abbiegerspur. Der ist uns... Junge, der fährt uns eiskalt in dem... Aber sonst geht's ihm gut, oder? Ja, sonst haut's ihm rein mit seiner Scheißkarre hier. Guckt euch das mal an. Was für ein Arschloch. Kannst du keinem erzählen, wirklich. So, rechts Richtung Platz der Vereinten Nationen. Hier ist wieder so eine unnötige Fußgängerampel, die keine Sau braucht. Wenigstens hier hätten sie so eine Bus-Atron-Ampel-Funksteuerung hinpacken können. Wie sollen wir denn das auch hier mit dem Klimaziel schaffen, wenn der Bus überall stoppen muss? Das geht doch nicht. Mal sehr gespannt, ob die MAN-Elektrobusse noch ihren Weg ins Spiel finden werden. Die fahren ja hier bei uns in Karlsruhe schon rum. Finde ich sehr geil, optisch auch richtig schick, sehen sehr modern aus. Vor allen Dingen sind die bei uns ganz geil foliert, die haben so lustige Sprüche drauf. Ich hätte euch jetzt gerne einen Spruch gesagt, aber mir fällt natürlich gerade keiner ein. So irgendwie, ah ja doch, doch, auf einem Bus steht drauf, ich bin der Checker vom Stecker. Und dann sind da so ganz viele Comic-Stecker drauf gemalt. Auf jeden Fall ein cooler Slogan. Ja, und dann gibt es noch irgendwas anderes. Also irgendwie so auf cool, hip angelehnte Öko-Sprüche halt. Ja. Aber der eine Bus ist der Checker vom Stecker. Und ich finde es cool. Da ist ein extra neues Depot hier draußen gebaut bei uns. In einem Müllberg, im Industriegebiet hinten. Und da hängen auch dann so Käbelchen von der Decke runter und so. Und da stehen dann die Busse und laden. Sieht ganz cool aus. Mal gucken, wenn ich jemals wieder hier in die Ecke komme. Ich meine, jetzt ist Fahrradfahrwetter langsam, aber sicher dann wieder vorbei. Aber wenn ich das nächste Mal da rausfahre, wenn ich wieder am Rhein eine Runde chill und mir da ein Sixpack Bier reinlöte, dann mache ich das nächste Mal eine Insta-Story. Dann zeige ich euch das. Ja komm jetzt, lass uns rüber hier. Das klappt doch. Manchmal muss man muss sich einfach nur immer wieder aufregen. Und dann hat man Glück. So, Else, lauf. Hier ist nüscht, das passt. Oh, guck mal, da hinten ist schon wieder Blaulicht. Was ist denn heute los hier in Berlin? So ist das mega geil. Gerne jede Tour so. Gerne in jeder Tour so. Hallo, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, mal einer wieder, der einen Fahrschein kaufen will. ABC, Einzelfahrschein, Cash. Oh, guck mal, hat sogar passend bezahlt. Stehen noch Zeiten und Wunder hier auf diesem Kanal. So, was ist hier? Oh, die Feuerwehr ist mal wieder da. Und die Polizei. Guck mal, da brennt ein Müllcontainer. Da brennt ein Müllcontainer. Jetzt fahre ich hier schon Bullshit zusammen. Geil, 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 geil. I'm loving it, I'm loving it, I'm loving it. Super Geschichte, TML. Wirklich mega. Noch mehr so random Events, bitte. Find ich total geil. Vor allen Dingen gefällt auch vielen Feuerwehrspielern hier, glaube ich. Oberhof, Strausberger Platz. Da könnt ihr noch einige abholen. Guck mal, da vorne blitzt schon wieder blau. Diesmal wird hier ein Scania kontrolliert von der Polizei. Da war klar, dass er uns jetzt den Haltestellen-Slot zumacht. Aber guck mal, ich glaube, wir haben Glück. Kommen die Leute angelaufen? Kommen die Leute angelaufen? Nee. Abstürzen, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Spiel ist abgestürzt. Schade Schokolade, so kurz vor dem Ende. Aber dann lade ich die Folge leider mit dem Absturz hoch, Freunde. So ist das. Wir waren kurz vor dem Ostbahnhof gewesen, haben jetzt aber so viel gesehen und die halbe Stunde Videoaufnahme, die möchte ich nicht schon wieder in die Tonne treten. Freunde, ich danke herzlich fürs Einschalten. Lass gerne ein Video da. Lass gerne ein Däumchen da und ein Abo für das nächste Video von The Bus, um es nicht zu verpassen. So rum. Halt die Ohren steif, wir hören uns. Bis dahin, mach es gut. Ciao, ciao.